Entschuldige, Alan, aber deine Frau führt uns gewaltig an der Nase herum. Ich glaube, es steht etwas sehr Merkwürdiges in dieser Aussage. Hat dir schon mal jemand gesagt, wie lästig und penetrant du sein kannst, Tracy? Ja, das hat man tatsächlich schon mehrmals. Aber ich habe ein dickes Fell. Und du hast doch einen Dickschädel. Du hättest auf das hören sollen, was Monica gesagt hat. Es war logisch. Sie wusste nicht mal, dass sie mit meinem Sohn schwanger war zur Zeit der Corcoran-Operation. Sie war mit deinem Sohn nie schwanger. Wenn du ein Mann wärst, Tracy, würde ich dich jetzt verprügeln. Oh, ich bin überrascht, dass du davon abgehalten wirst, weil ich eine Frau bin. Tracy Hillary, jetzt reicht also es. Also gut, Daddy, entschuldige. Aber anscheinend haben alle vergessen, dass durch die Adern des Erben Quartermain Blut fließen muss, oder? Ich habe ein Recht zu wissen, ob das bei deinem Sohn so ist. Du solltest warten, bis mein Sohn alt genug ist. Alan, dieses Baby wird auf Alan Quartermain Jr. getauft, in weniger als einem Monat. Mein Sohn hat Quartermain Blut. Sag mir, ob das bei deinem auch so ist. Was glaubst du? Warum wehrt sich Monica so resolut gegen die Entsiegelung? Das ist ganz einfach, Dad. Tracy interessiert gar nicht so sehr, dass Ned das Geld erhält. Ihr geht es vor allem darum, dass Alan Jr. es nicht erhält. Und in gleicher Weise geht es Monica dabei um ihre Prinzipien. Das einzige Prinzip, an dem ich tatsächlich interessiert bin, ist, dass die Quartermain-Familie nicht zum Narren gemacht wird. Daddy, das hast du mir doch immer eingeflößt. Alan, ich bin überzeugt, der Schlüssel liegt in dieser Aussage. Bitte, bitte kannst du mir nicht helfen. Nicht, wenn es gegen meine Frau geht und ich meinen Sohn verliere. Es gibt noch einen weiteren wichtigen Punkt. Alan, hör mir zu. Ist dir schon mal aufgefallen, dass sich die Mutter immer daran erinnert, wann sie das Kind empfangen hat? Was hat denn das damit zu tun? Ich weiß, wann ich Ned empfangen habe. Philipp und ich waren auf Mallorca. Es war ein herrlich milder Tag. Wir waren geschwommen und waren dann wieder auf der Yacht. Ich möchte das wirklich nicht hören, Tracy. Und ich bin sicher, Dad auch nicht. Also gut, Alan. Dann verrat mal... Wann war das mit Monica? Erzähl mir, wann Alan Jr. gezeugt wurde. Erinnerst du dich noch? Ich weiß es genau. Und ich weiß genau, was in dieser Aussage steht. Woher? Ich weiß es ganz einfach. Und ich weiß auch, dass wir darin klare Beweise finden würden, die uns dann alle an deiner Vaterschaft zweifeln ließen, lieber Alan. Tracy! Du weißt, was ich die ganze Zeit dazu gesagt habe. Das weiß ich, Daddy. Falls du dich irrst, müsste ich dich leider enterben. Und du weißt, dass ich das tun würde. Ich weiß das, Daddy, weil das zu deinen Prinzipien gehört. Und für mich ist das auch eine Frage des Prinzips. Und nicht des Geldes? Aber Daddy, bitte! Alan hat Mitch und mir $1 Million angeboten. $1 Million. Der Treuhandfonds ist für Ned. Wenn es mir um das Geld ginge, hätte ich die Bestechung akzeptiert. Also, er hat es dir ja hoffentlich angeboten, um die Wunden der Familie zu schließen, nicht um sie weiter aufzureißen. Ach, versteh doch, ich muss es tun. Ich muss es tun. Nun gut. Wenn du bei Gericht diesen Antrag auf Entsiegelung stellst und diese Aussage nichts enthält, was deine Vermutungen beweist, und du diese Vaterschaftsklage weiterführst, dann bist du nicht länger mehr meine Tochter. Das ist mir klar. Ich bin sicher, du wirst eine kluge Entscheidung treffen, Tracy. Verlass dich darauf. Ich werde schon nichts überstürzen. Ich möchte meinen Enkel nicht verlieren, Tracy. Das ist mir schon klar, Daddy. Und ich werde es auch nicht vergessen. Und ich werde über alles nachdenken, was ich heute gehört habe. Und nun lass uns gehen. Gute Nacht, Alan. Gute Nacht, Tracy. Und wünsche Monica auch eine gute Nacht. Ich richte es aus. Dad und Tracy sind gegangen. Ich weiß, ich hab's gesehen. Das Auto fuhr eben ab. Tut mir leid wegen dieses ganzen Ärgers mit Tracy. Ja. Naja, mir tut's auch leid. Leider kann ich gegen das, was sie bereits in die Wege geleitet hat, nichts tun. Das weiß ich. Sie wird das mit dieser Entsiegelung nicht schaffen, Monica. Schließlich hat man das ja nur deswegen getan, um dich und Rick vor Belästigungen zu schützen. Also dann verstehst du ja auch, warum ich in dieser Angelegenheit so
hart war. Ja, Alan? Vollkommen. Du und Rick, ihr müsst an euren Ruf denken. Warum sollte Rick davon betroffen sein? Aber das wäre er doch nicht. Wegen des Namens Quartermain. Der ist immer eine Nachricht wert, oder? Jedenfalls war er das im Kerkorian-Kunstfehlerprozess. Und wenn Tracy die Aussage entsiegelt bekommt, steht er sogar auf den Titelseiten. Ich glaube nicht, dass mein Vater es so weit kommen lässt. Ich glaube, er wird sie erst mal beruhigen. Und er wird nie zulassen, dass sie unsere Familie zum Gespött macht. Tja. Er wird nicht zulassen, dass durch Tracy das Risiko entsteht, seinen Enkel zu verlieren, nicht? Du hast Tracy und Mitch wirklich 1 Million geboten? Um dich zu schützen, Liebling. Wie du vermutet hast. Müssen wir darüber noch weiter sprechen? Nein. Ich möchte auch nicht mehr darüber reden. Ich kann dir gar nicht sagen, wie stolz ich war, als du zu Dad und Tracy gesagt hast, dass du vorhattest, einen schönen Abend mit mir zu verbringen. Dann hast du ja gut zugehört. Bei jedem Wort von dir. Hast du denn heute vor, in unser Zimmer zurückzukommen? Nein. Nein. Im Gästezimmer ist es viel romantischer. Aber dies ist unser Zimmer, Alan. Ich weiß, aber kannst du dir vorstellen, was ich dabei empfinde, wenn ich auf dich warte? Wenn ich weiß, dass du zu mir kommst als eine ungeduldige, erwartungsvolle Geliebte? Ich werde jetzt zu Bett gehen, Monika. Und ich warte auf dich. Und das, was vor ein paar Wochen passiert ist, wird sich nicht wiederholen. So etwas wird nie wieder vorkommen. Diesmal zeige ich dir wirklich, was ich für dich empfinde, falls du in mein Zimmer kommst. Wenn du in mein Zimmer kommst. Ich muss das jetzt durchstehen. Oh, Rick. Wie kann ich das? Wie kann ich mit ihm schlafen? Wie kannst du bloß so falsch sein, Monika? Wie kannst du das noch länger vortäuschen? Wenn du heute Nacht in dieses Zimmer kommst, schlafe ich dann mit dir? Oder töte ich dich mit meinen bloßen Händen? Oh ja, aber bald kommt ja auch der Frühling. Ja. Tragen Sie uns bitte ein. Gut, ja. Ich habe hier noch was für Sie. Oh, Moment, da bitte. Danke sehr. Oh, hallo, Rick. Wie geht's denn? Gut, sehr gut. Siehst du aus, als würdest du gerade gehen. Ja, ich bin auf dem Weg in Zeldas Büro. Offenbar wollen Howard und Zelda mich sprechen wegen der Verhandlung in dieser Woche. Also, da sollte ich wahrscheinlich mitgehen. Ich habe eine Nachricht von ihr bekommen. Vielleicht geht's darum. Möchtest du denn jetzt mitkommen? Ach, also, ich weiß nicht. Nein, ist in Ordnung. Geh nur mit. Ich habe jetzt eine Besprechung mit meinem Vater. Die Station ist besetzt. Das dürfte auch nicht sehr lange dauern. Ist gut, gut. Warum triffst du dich mit Edward? Naja, ich möchte ihn etwas unter Druck setzen, um diesen lächerlichen Auftritt vor Gericht ein für alle Mal zu beenden. Ich werde niemals zulassen, dass für meine Schwester diese Aussage entsiegelt wird. Vielleicht kannst du sie nicht daran hindern, Herr. Ich werde es aber versuchen. Das ist streng vertraulich. Es ist also eine Verschlusssache. Und so sollte es auch bleiben. Das ist auch ganz meine Meinung. Geh du jetzt zu dem Termin mit Howard und Zelda und ich werde tun, was ich kann. Gut? Ja, gut. Wiedersehen. Wiedersehen, Rick. Wiedersehen. Also manchmal glaube ich, alles, was ich denke, ist nichts als reine Einbildung. Meinst du?
Ja, zum Beispiel, wie konnte ich so sicher sein, dass er weiß, was da drin steht? Rick, du hast ihn doch gerade gesehen. Er verhält sich doch ganz wie ein liebevoller, beschützender Ehemann. Er versucht ebenso sehr zu verhindern, dass man erfährt, was in dieser Aussage steht. Ja, richtig. Er scheint es wirklich ehrlich zu meinen. Das sieht nicht nach Heuchelei aus. Ich falle ständig von einem Extrem ins andere. Ich benehme mich wie ein Psychopath. Bitte lass das. Ich brauche dich als Assistentin in der Chirurgie. Und was ich absolut nicht brauchen kann, ist eine Psychopathin. Aber es könnte schwierig mit mir. Doktor, da war ein Gespräch für Sie. Warten einen Augenblick, ich komme gleich. Danke sehr. Hallo? Hallo, Rick. Hier ist Scotty. Morgen, Scotty. Also, Laura ist jetzt bei uns zu Hause und ich bin hier unten in der Hafengegend. Ich muss hier bleiben und der Polizei ein paar Fragen beantworten. Ich kann dir das jetzt nicht genau erklären. Ich kann nur sagen, der Mann, der Laura vergewaltigt hat, ist, glaube ich, tot. Was? Ich erzähl dir das alles später. Ja, Rick, aber jetzt wäre es sehr gut, wenn du in unsere Wohnung gehen könntest. Und bei Laura bleiben würdest. Ich habe sie gerade angerufen und sie ist wirklich erschüttert. Es muss jemand bei ihr sein. Wer ist da? Laura, ich bin es. Dad, Monica ist bei mir. Dürfen wir reinkommen? Dad! Hallo, Laura. Hallo. Ich bin ja so froh, euch zu sehen. Kommt rein. Danke. Scotty hat mich angerufen und mich gebeten, vorbeizukommen. Dad ist... Oh. Oh, danke sehr. Danke. Wie geht es dir, Monica? Oh, gut. Mir geht's gut. Schön. Ich glaube, Scotty hat euch erzählt, was passiert ist. Er sagte, es hätte einen Unfall mit Fahrerflucht gegeben und dass der Mann, der eure Wohnung beobachtet hat, getötet wurde. Und dass er möglicherweise der ist, der dich überfallen hat. Und dass du etwas Gesellschaft brauchst. Ja, es war wirklich furchtbar. Setzen wir uns doch und reden miteinander. Ja, Schatz? Ja, gut. Dad hat dir wahrscheinlich erzählt, dass gestern Abend alles angefangen hat. Ich habe in der Disco gearbeitet und wir wollten eine Überraschungsparty für Scotty geben zum Abschluss seines Jura-Examens. Und also ein Polizist kam rein und er wollte, dass ich mir Verbrecherfotos ansehe. Und als ich niemanden davon identifizieren konnte, nahm er mich dann mit zum Polizeirevier zu einer Gegenüberstellung. Oh, Laura, du Ernst. Laura, warum hast du mich nicht angerufen? Ich habe nur diese Nachricht von Scotty erhalten. Und als ich dann zum Polizeirevier kam, warst du schon weg. Oh, naja, ich habe versucht, die Sache allein zu lösen. Aber das ist mir wohl nicht so ganz gelungen. Schatz, der Mann, der getötet wurde, kann das derselbe sein, der dich überfallen hat? Ich weiß nicht. Scotty ist überzeugt davon. Siehst du, da gab es diesen Mann, der unsere Wohnung beobachtet hat in den letzten Wochen. Und Scotty hat ihn auch gesehen. Und er ist sicher, dass es derselbe Mann ist. Aber ich bin mir nicht vollkommen sicher. Besteht die Möglichkeit? Ich weiß es wirklich nicht, Dad. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass die Polizei mich vermutlich dazu auffordern wird, hinzukommen, um die Leiche zu identifizieren. Und davor graut mir jetzt schon. Oh, beruhige dich, denk nicht zu viel daran. Das scheint nie ein Ende zu nehmen. Wir sind auf dem Weg zu Zelda Bernsteins Büro. Können wir noch irgendetwas für dich tun? Gibt es noch etwas, was ich... Nein. Nur, dass ihr hier wart, hilft mir schon. Es wäre sehr schön, wenn du mich mal anrufst. Ich fände es schade, wenn wir den Kontakt verlieren. Monica, ich hätte es getan, wenn ich geglaubt hätte, dass du irgendetwas für mich tun könntest. Aber das kannst du nicht. Danke, dass du es wolltest. Schatz, ich habe es schon gesagt, aber ich sage es nochmal. Egal, was zwischen deiner Mutter und mir passiert ist, falls du mich brauchst, ich bin für dich da. Danke, Dad. Oh, Scotty. Scotty, ich bin ja so froh, dass du kommst. Ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Wir lassen euch jetzt lieber allein. Danke, Rick. Danke, dass du hergekommen bei Laura geblieben bist. Ist schon gut. Monika, dir danke ich auch. Du brauchst dich nicht zu bedanken, Scotty. Und vergiss nicht, was ich gesagt habe. Ich meine es ernst. Ich denke dran, danke sehr. Wiedersehen, Scotty. Wiedersehen, Monika. Wiedersehen. Ich rufe euch später an. Und wenn vorher was ist, rufst du mich an. Ist gut, Rick. Wiedersehen. Darf ich? Eins steht für mich fest. Ich werde Tracy wie auch immer daran hindern, Monica zu quälen. Und ich kann einfach nicht verstehen, dass du sie überhaupt so weit gehen lässt. Warum ich sie lasse?
Aber du wirst doch sicher nicht denken, dass ich dazu meine Einwilligung gegeben habe. Nein, aber du hättest sie zurückhalten können. Ach, hör auf, Ellen, sei doch ehrlich. Wenn du mich fragst, hast du dir alles selber zuzuschreiben. Aha, und wie kommst du darauf? Na, du warst es doch, der Tracy und Mitch $1 Million angeboten hat. Du hast es so aussehen lassen, als hättest du was zu verbergen. Hast du das? Das habe ich nicht. Ich habe Tracy einen Ausgleich für einen großen Verlust angeboten und sie sollte Monica in Ruhe lassen. Du weißt ja, dass ich mit Tracy kaum reden kann. Und ich habe versucht, die Wogen zu glätten, indem ich ihr Geld geboten habe. Das war psychologisch so ungefähr das Dümmste. Du hast damit nichts weiter erreicht als das genaue Gegenteil von dem, was du erreichen wolltest. Auch mir gefällt das nicht, was Tracy so treibt, aber mir sind die Hände gebunden. Ich habe Geld bezahlt, damit die Aussage vernichtet würde, damit dieser ganze Unsinn endlich aufhört. Ich habe diese Verleumdungen und Streitereien ein für alle Mal satt und ich wünsche, dass es zu einem Ende kommt. Nur weil du Frieden in der Familie willst, wird Tracy damit nicht aufhören. Hör zu, Tracy weiß genau, was sie damit riskiert, wenn sie weitermacht. Aber sie tut es doch. Und daher vermute ich, steckt mehr als nur Dickköpfigkeit dahinter. Und ich muss mich fragen, ob mehr in dieser Aussage steht, als ich dachte. Ist das möglich, Ellen? Absolut nicht. Ich habe völliges Vertrauen zu Monica. Dann mach dir keine Sorgen mehr. Tracy hält einen Gerichtsbeschluss, wird die Aussage lesen und erkennen, dass gar nichts Besonderes drinsteht. Und sie hat somit keine Ausgangsbasis für einen Vaterschaftstest. Das ist dann das Ende, soweit es dich und Monica betrifft.